Ihr wollt ab in den Forst, braucht einen großen Hänger, wo ihr alle Baumstämme raufkriegt oder auch eventuell längere. Dann ist das euer Hänger, Anhänger, so euer Forsthänger. Ja, er schaut ziemlich, ich nenne es mal filigran aus, aber das ist eigentlich scheißegal. Wichtig ist, dass er gut funktioniert. Man sieht, man hat Spanngurte, die man hier anbringen kann. So, ordentlich drauf. Man sieht hier auch Nummernschild, ein selbst ausgedachtes natürlich. Anhängepunkt ziemlich weit unten, so wie es gehört, auf der Kugel, ja, perfekt. Für den Schlepper fast ein bisschen zu hoch, weil er vorne einfach schon viel zu hoch ist, aber egal. So, dann gucken wir mal, fahren wir zurück. Rot. Er ist ziemlich lange, was ein bisschen schwierig macht, das Manövrieren, aber ihr habt natürlich den Vorteil, ihr könnt dafür lange Baumstämme draufladen. Das ist halt das Schöne daran. So gesehen gar nicht so schlecht. Also mal einen richtigen, ordentlichen Anhänger. Zu finden natürlich unter Forstgeräte. Hier ist er. Kostet 4.799. Und dann könnt ihr natürlich noch hier das Modell ändern. Da gibt es dann mit breiteren Rädern eben. Das ist die Empfehlung, noch breiter. Und hier gibt es dann noch eine Premium-Version. Standard oder Premium. Können wir die Premium kaufen. Kann man da jetzt irgendwie schnell hin. Einfach hinlaufen, mal schnell zum Händler. Ist er gleich hier um die Ecke. Ist er nicht so weit. Dort sind dann auch noch höhere Rungen dran. Ah, die sind dann schon gelb da oben. So sieht das Ganze dann aus. Schön. Und die Reifen sind natürlich ein bisschen extremer. Genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Eigentlich Stützrad fehlt. Das ist irgendwie schade. Das sollte man eventuell noch anbringen, damit er auch beim Beladen dann gerade steht. Und in der Lok sieht das folgendermaßen aus. Da sieht man, man hat einen kleinen Fehler, dass er eine Ressource nicht findet. Zwar Trailer Desk irgendwas BNG, irgendein Bild findet er nicht. Aber sonst gibt es eigentlich keinen Fehler hierfür. Also das passt soweit. Ja, dann würde ich sagen, das war's von dem Mod. Wir sehen uns bestimmt bei einer anderen Mod-Vorstellung. Schaut vorbei. Tschüss.